bewege ich mich hier mal weiter in die Bereiche des Schlossparks hinein. Hier scheinen zurzeit Bauarbeiten im Gange zu sein. Das ist eigentlich ein sehr schöner Park. Man kommt hier ganz gut durch. Das geht schon. Moin! Moin! Ja, die Wege werden neu gemacht. So dass hier alles schöner wird. Sind die Jungs hier am Arbeiten, messen alles aus. Das ist die kleine Brücke hier über den Kanal, über den Schlossgraben, den Wassergraben, den ihr auch im Video sehen konntet. Der führt praktisch direkt einmal um das Schloss herum. So, hier haben wir dann den Park. Doch noch richtig gutes Wetter heute geworden. Hätte ich fast nicht gedacht. Es sah erst so nach Regen aus. Aber jetzt mittlerweile ist die Sonne rausgekommen. Und das sieht hier richtig schön aus. Kann ich euch also mitnehmen auf einen kleinen Rundgang durch diesen tollen Schlosspark. Und dann lassen wir auch gleich noch mal die Mavic Air 2 aufsteigen. Ja. Mal ein Stück vor in den Schlosspark. Alles schön ruhig, dann werde ich mich jetzt mal wieder markieren und den Active Track einschalten. Ich werde das mal versuchen für euch aufzunehmen, was ich hier mit der Fernbedienung mache. Letztes Mal kamen dann doch ein paar Nachfragen dazu. Dann seht ihr mich hier auf der Fernbedienung, der Mavic Air 2. Jetzt markiere ich mich, also ich ziehe einen Rahmen auf dem Telefon um mich herum. Bin ich markiert, dann steht da Active Track. Das kann ich jetzt auswählen und folgen. Und dann Go. Das ist nicht geklappt, nochmal. Folgen, Go. Okay, und jetzt sollte die Mavic Air 2 mir die ganze Zeit auf den Fersen sein. So wie ihr das ja auch in dem anderen Video gesehen habt. Okay, sie dreht sich schon mal, das ist schon mal sehr gut. Jetzt müsste sie hinterherkommen. Das tut sie auch, wie ihr hier erkennen könnt. Ist sie dann immer in meiner Nähe und weicht aber auch automatisch den Bäumen dabei aus. So sollte es sein. Und hier haben wir ja wirklich viel Platz. Da müsste das eigentlich auch richtig gut hinhauen, dass wir da ein paar schöne Aufnahmen bekommen. Soweit sieht das gut aus. Ich werde jetzt auch gleich mal versuchen, die Mavic Air 2 vorfliegen zu lassen, weil immer nur die Ansicht von hinten ist dann auch etwas eher langweilig. Also werden wir sie gleich mal in der Position verändern. Dann werde ich die Mavic Air 2 jetzt mal vorausfliegen lassen
und das Active Track dabei benutzen. Folgen und go. Okay. Jetzt müsste sie, genau, jetzt weicht sie mir aus. Ist auf dem Weg nach hinten. Ich gehe praktisch auf sie zu. Und sie sollte im günstigsten Fall dabei auch natürlich allen Hindernissen ausweichen, was sie bis jetzt macht. Das funktioniert gut. Wie gesagt, das gesamte Active Track System haut soweit wirklich gut hin, solange die Geschwindigkeit nicht zu hoch ist. Jemand hatte auch kommentiert, dass es doch viel spannender wäre, ein Auto zu verfolgen damit oder mit dem Mountainbike. Und ich denke, das, was die Mavic Air 2 hier leistet, ist schon echt erstaunlich, dass sie allen Hindernissen automatisch ausweicht. Und das geht halt nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit, da die Rechenleistung sonst doch überfordert ist auch. So, jetzt schauen wir mal, was weiter passiert, während sie mir vorausfliegt. Es ist halt nicht die Fernsteuerung, der sie folgt oder auf die sie reagiert, sondern nur dieses Kästchen, was ich hier markiert habe, also auf mich selbst. Ja, und hier ist jetzt der Park zu Ende. Dann können wir das erstmal stoppen. Ja, das hat also wieder ganz fantastisch eigentlich funktioniert mit der Mavic Air 2, dass sie mir gefolgt ist, mir ausgewichen ist. Und ich denke, das ist eine tolle Sache, da kann man schön mit spielen, kann man schöne Aufnahmen mitmachen. Und ja, dann schauen wir jetzt mal weiter hier im Schlossgarten. Ich wollte euch ja noch einiges zeigen. Das Schweizer Haus. Yo de testigo, vamos un, dos, tres, sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres, moviendo sin pena ver. Un Weg durch den Schlosspark zum Schweizer Haus. Wie ihr sehen könnt. Das ist also das Schweizer Haus hier im Schlosspark. Fue cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy. Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Alright, hermoso y con timidez me gusta. Y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es combi completa. De cabeza a los pies. Sin effects, mami, yo te entono. Te subo el pitch y te derrito el cono. En mis historias siempre te menciono. Pa' esa reina necesito un tono. Sin effects, mami, yo te entono. Con ese beso, chica, me emociono. Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez. Das Schweizer Haus im Schlosspark Ritzebüttel. Es wurde 1847 im Schweizer Stil errichtet. Das war damals sehr beliebt, dieser Baustil. Das wurde dann als ST-Haus genutzt in der Gartenanlage des Schlosses Ritzebüttel. Und das wurde damals im Auftrag des damaligen Amtmanns Stamer gebaut. Die Stilrichtung des Schweizer Hauses findet sich dann auch in vielen anderen Tee- und Gartenhäusern aus dieser Epoche. Das Haus liegt in der Mitte des Schlosses, des Schlossparks. Und es führt ein Parkweg darum herum, der dann auch den Wassergraben des Schlosses damit verbindet. Und daneben befindet sich dann auch die alte Freilichtbühne, auf der früher dann kleine Stücke aufgeführt wurden, hier im Schlosspark.
beide Einrichtungen gehörten eigentlich schon immer zusammen und wurden deshalb oft und gern besucht. Das Schweizer Haus war lange Zeit in einem ziemlich schlechten Zustand, genau wie das Schloss selber auch. Und erst durch eine Bürgerinitiative hier in Cuxhaven, die dann Gelder gesammelt hat, konnte man es renovieren. Okay, ich werde jetzt noch mal versuchen, ein bisschen um das Haus herumzufliegen, noch ein paar andere Eindrücke für euch dabei zu gewinnen. So, dann fliegen wir mal langsam wieder zurück. In Richtung auf die Freilichtbühne, die ich euch jetzt hier zeige. Hier auf der rechten Seite waren dann die Sitzplätze oder die Zuschauer konnten sich dort dann niederlassen. Und vorne ist dann die Bühne gewesen. Ja, und da bin ich dann wieder zu sehen im Bild. Vor den Zuschauerrängen hier an der Freilichtbühne, die ja mit dem Schweizer Haus zusammengehört. Halt ein schönes, nettes, kleines Plätzchen. Gerade im Sommer, wo man seine Freizeit verbringen kann, mit Freunden draußen sitzen, ein kleines Picknick machen und dann halt die Zeit genießen. Und dann seht ihr mich hier also auf der Bühne, der Freilichtbühne des Schlossparkes Cuxhaven beim Schloss Ritzebüttel. Die Bretter, die die Welt bedeuten. Ich würde jetzt gerne etwas von Shakespeare rezitieren, das würde hier sehr gut passen. Aber leider kann ich mir die Texte immer so schlecht merken. Also an dem Punkt muss ich dann leider hier die Aufnahme abbrechen. Und wir schauen uns dann gleich nochmal das eigentliche Schloss ein bisschen genauer im Detail an. Also bis gleich.